Gut, der Mathematiker an sich ist etwas faul und versucht immer Abkürzungen einzubauen. Das heißt, diese jetzt gefundene Drehungsvorschrift hat man tatsächlich noch geschafft abzukürzen, und zwar mit Hilfe einer Drehmatrix. Matrix kennt ihr vielleicht schon von den Determinantenverfahren beim Berechnen von Dreiecken oder Parallelogrammen. Und so ähnlich schaut das Ganze auch hier aus. Man kann nämlich diese oberen Formel hier, die x und y's weglassen, ja, das in eine Determinante schreiben. Das heißt, wir haben hier oben keine Rechnung mehr Cosinus Alpha minus Sinus Alpha, sondern wir haben links oben Cosinus Alpha stehen und rechts oben minus Sinus Alpha stehen. Also die Vorzeichen quasi separat genommen und unten Sinus Alpha, Cosinus Alpha. Jetzt ist eine zweireihige Determinante. 1, 2 rein. Und das x und das y, das muss noch dazukommen. Und das funktioniert über so eine Vorschrift. Heißt, wenn ich hier eine Skalarmultiplikation mache mit dem und dem hier, landet das rückwärts wieder oben. Schauen wir das Ganze uns mal in einem kleinen Beispiel an. Also hier stehen ja viele komplizierte Cosinus Alpha, Sinus Alpha drin. Nehmen wir an, das ist A, B, C, D. Und nehmen dann die beiden so jetzt dazu. Ja? Heißt, ich müsste A mit x multiplizieren plus B mit y, C mit x und D mit y, und das ist ein Plus dazwischen. Also das ist die Vorschrift, wie man sogenannte Matrix mit einem Vektor multipliziert. Eine zweireihige Matrix multipliziert mit einem Vektor ergibt wieder einen Vektor. Das hier oben ist nichts anderes als die x-Koordinate eines Vektors und das ist die y-Koordinate eines Vektors. Merken muss man sich eben, dass das links oben mit x multipliziert plus das rechts oben mit y multipliziert das obere gibt. Und das untere ist das mit dem multipliziert plus das mit dem multipliziert. In dem Fall schauen wir es uns an. Cosinus Alpha mit x multipliziert plus minus Sinus Alpha mit Y multipliziert ergibt die obere Reihe. X mit Sinus Alpha multipliziert plus Y mit Cosinus Alpha multipliziert ergibt die untere Reihe. Also reicht uns mittlerweile die Vorschrift. Momentan wird euch wahrscheinlich noch kaum klar sein, warum das Ganze tatsächlich eine Verkürzung ist. Übrigens auf Seite 62 steht das Ganze auch in der Formelsammlung. Deswegen schauen wir uns jetzt mal ein Beispiel an. Wir haben doch in der vorigen Aufgabe bei 7.1, ich sehe gerade, das hier oben muss 7.2 heißen, wie durch Zauberhand heißt jetzt auch 7.2, haben wir ja hier einen Winkel Alpha und die Drehung, und das haben wir mal aufwendig eingegeben. Theoretisch würde es jetzt ausreichen, wir würden eine Drehmatrix bestimmen, denn diese Drehmatrix gilt ja quasi für alle Punkte. Ja, die Drehmatrix ist ja nur von einem Winkel abhängig, da ist nichts mit XY-Koordinaten dabei. Also wenn ich eine Drehung habe, da wo überall der gleiche Winkel stattfindet, dann kann ich eben so eine Drehmatrix machen. 0,5 minus 0,5 Wurzel 3, könnt ihr in eurer Formelsammlung nachschauen, das ist quasi nur diese Cosinus 60 und Sinus 60 umgewandelt. Gut, und wenn ich diese Drehmatrix habe, kann ich das jetzt hier weglassen. Setzt das einfach in die Drehmatrix ein. Also 0,5 mal den X-Wert, minus 1, plus minus 0,5 mal Wurzel 3, das ist das hier dran, mal den y-Wert. Hier 0,5, das untere, mal Wurzel 3, mal den x-Wert, plus 0,5, den da, mal 3, den y-Wert. Und so funktioniert das auch bei meinem zweiten. Das hier kann ich nach und nach weglassen, etc. pp. Das probiert jetzt bitte aus. Ich sehe gerade, hier hinten fehlen die Klammern. Und wie durch Zauberhand habe ich sie ergänzt. Ihr macht bitte jetzt das als Tafelbild in euer Heft und ergänzt bitte für C und D die jeweiligen C-D' mit eben diesem Verfahren. Die zur Kontrolle, ob er richtig gerechnet hat, müsst ihr da einfach nur zu eurer Beispielaufgabe aus 7.1 zurück.